Franz Grüber, es geht jetzt nicht mehr so lange bis zur Fight Night. Was können wir uns darunter genau vorstellen? Also Fight Night sind Kickbox-Kämpfe. Wir veranstalten eine Schweizer Meisterschaft im Kickboxen und Showkämpfe, also Profikämpfe unter K1-Regeln. Wann ist der Event genau und wo kann man den noch nutzen? Also der Event ist am 2. November in der Simplen Halle in Brieg. Und jetzt generell, was ist der Unterschied zwischen Thai-Kickboxen und K1? Der Unterschied ist grundsätzlich nur in der Regel. Es ist alles ein Sport im Ring, ein Kampfsport im Ring. Thai-Boxen, der grosse Unterschied ist, dass Ellbogen dabei sind, Clinch dabei ist. Kickboxen sind nur Kicks auf die Oberschenkel erlaubt. Das ist, je nach, ist einfach das Regelwerk, das ein bisschen anders ist. Kickboxen, K1 ist vielleicht ein bisschen flüssiger. Durch das, was kein Clinch drin ist, ist es schneller. Und Thai-Boxen vielleicht ein bisschen härter, weil Ellbogen drin sind. Ja, das ist der Hauptunterschied. Jetzt haben wir die Fight Night, weil die Kolotze, wo verkommt man denn die Tickets genau? Also die Tickets könnt ihr mit uns im Gym holen oder auch online. Wir haben eine Webseite, starforce.ch, haben wir einen Link, wo ihr direkt online die Tickets bestellen könnt. In den 90er Jahren hat es einen regelrechten Hype gegeben im Kickboxen mit Andy Hook. Wie seht ihr das jetzt aus? Was hat allgemein das Boxen auf einen Stellenwert hier im Oberwallis? Es ist im Kurs, es wird immer mehr. Es sind auch viele junge Mädchen, die Kickboxen machen jetzt im Moment. Es wächst, es kommt immer mehr durch das, dass wir auch viele Kämpfer haben, das aktiv ist. Es kommt immer mehr, es wird immer grösser. Ja. Der Kampfsport hat ja ein bisschen ein negatives Klischee. Alle meinen und immer, Boxer seien kriminell. Wie geht er mit dem um? Ja, das ist einfach das ist ein Argument, das viel bringt. Aber ja, überall, wo Sportler hertrainieren, braucht es viel Respekt und Disziplin. Und da kann man sich das niederläupen. Weil ja, es sortiert sich relativ schnell eigentlich uns. Die Kriminellen sind relativ schnell daraus meistens, wenn es härter wird. Und wie sieht es mit den Kindern aus? Gibt es da Eltern, die nicht wollen, dass ihr das Kind gehen gehen boxen? Was sagen die da dazu? Ja, da gibt es schon, aber die sehen wir halt nicht. Bei denen kommen nur die, die wollen. Ja, sie sind da schon ein bisschen das negatives Image, aber wir probieren das. Aber eben, dass wir sehr viele gute Sachen mit den Kindern machen, spielerische Elemente reinbringen. Dass Kinder zum Beispiel wenig Kontakt haben, also nicht aufeinander schlägt, einfach einen Zeck oder Pratzen oder in eine Partnerübung arbeiten, dass wir das relativ sauber halten.